Hallo Welt, da sind wir wieder auf unserem Raumschiff, der Unreliable. Und wir räumen weiter auf natürlich. Wir haben hier noch ein bisschen was Alkohol und so können wir hier einlagern. Ach was, die Pillen hätten wir doch auch gleich aussortieren können. So, Alkohol rein. Sollen wir hier nicht alle Getränke reinschmeißen? Wäre doch einfacher, oder? Dann müssen wir das nicht immer hier so lange aussortieren, so lange. Nein, was ist denn, wenn Kinder da dran gehen? Auf einmal an die alkoholischen Getränke hier. Ja, wir haben doch keine Kinder auf dem Schiff. Ja, aber am Tag der offenen Tür vielleicht doch. Haben wir sowas? Könnte sein. Na, das ging doch jetzt schnell. Das ist doch jetzt nicht so das Problem. Außerdem ist die Liste ja voll schön übersichtlich. Man kann nicht sortieren so richtig, oder? Wir sortieren doch jetzt. Ja, aber ich meine sortieren. Wow, das ganze Fleisch hier. Raptidonfleisch. Da bin ich aber Raptidonfleisch. Cool, aber da bin ich mal gespannt, ob wir auf dem nächsten Planeten auch sowas haben. Wenn wir jemals zu einem nächsten Planeten kommen sollten, natürlich. Haben wir hier unsere leckeren Tilleritos? Ja, haben wir. Ja, da haben wir auch gut was gekauft davon. Okay, was hier sofort rein kann, das sind die Pseudo-Äpfel. Und die Bananenbüschel. Purple Berry Lunch. Pfannkuchenmischung. Okay, ich glaube nicht, dass wir davon schon was hatten, aber kommt auch rein. Fast Ration Pille. Was kann das denn? Von Spacer's Choice. Volle Kalorien, null Geschmack. Ach, das ist das. Ja, dann hatten wir das doch schon. Glacier Water. Geschmolzenes Eis. Haben wir da was drin hier schon? Ja. Dann mal rein damit. Lemon. Lemon Slap. Und Gigantor Energy Drink. Ja, der kann auch hier rein. Oh, Pfeifen. Pfeifenfilter. Purple Berry Crunch. Rein damit. Bananenklaps. Rein damit. Und Purple Berry Saft. Rein damit. Anregende Salbe. Koffein zum Einschmieren. Ach so. Trippy Kale Pasta Packung. Okay. Vielleicht nicht unbedingt muss das in den Kühlschrank, aber kann ja auch hier rein. Purple Berry Bunch. Und K.O. Riegel. Rein damit. Purple Berry Punch. Okay, rein damit. Boston Baked Beans. Natürlich. Rein damit. Oh, das sieht aber doch schon gut aus. Mir gefällt's. Und dann haben wir hier doch die anregende Salbe drin. Koffein. Ach so, wegen Koffein, ja. Koffein zum Einschmieren. Naja, okay. Rein damit. Fast fertig. Was sind das? Amphetamine? Keine Ahnung, wie wir das hier anders sortieren sollen, damit das übersichtlicher wird. Frucositol-Kapsel von Spacer's Choice. Amphetamine in praktischer Pillenform. Scharfschütze, kritischer Schaden plus 15. Bonus auf Kopf- und Schwachstellentreffer plus 25. Hält 20 Sekunden. Wir sind ja, ach so, wir sind so schwer, weil wir da wieder Kleidungsstücke irgendwie drin haben, die wir nicht unbedingt brauchen. Nikotinrausch brauchen wir jetzt auch nicht. Also die beiden Sachen, die kommen lieber bei uns da in die Kiste hinten, in die Drogenkiste. Können wir zufällig irgendwo, haben wir was Neues bekommen? Irgendwo anders noch was lagern vielleicht? Also so ein Medizinschränkchen wäre schon nicht schlecht. Meistens sind die ja hier so. Hinterm Spiegel. Aber wir haben hier keinen Spiegel. Das ist übrigens auch nicht schlecht. Kein Spiegel. Ich überlege mir gerade, ob ich überhaupt Spiegel brauche bei mir.
Spiegel. Wozu? Wenn man sich nicht mal irgendwie... Wenn man nicht mal gucken, wie man aussieht. Puh, ich hab doch Fotos. Kameras. Also, nochmal. Die Pfeifenfilter, hier sind ja auch schon welche. Nicopet. Ah, das sind keine Pfeifenfilter. Pipe Patch steht dran. Auntie Cleo, ein der Maler Nikotinüberträger. Nikotinrausch, Fernkampfstreuung minus 50, Fernkampfwaffen, Fadenkreuzschwanken minus 50. Ah ja, das wäre gar nicht so schlecht. Aber dann kommen die Entzüge, oder? Nikotinentzug, Fernkampfstreuung plus 15. Fernkampffadenwaffen, Fadenkreuzschwanken plus 15. Hält eine Minute, weg damit. So, und das hier dann wahrscheinlich auch. Aber ich habe es hier drin noch gar nicht gesehen. Vielleicht haben wir nur diese zwei hier. Doch, da ist es. Hier. Fokositolkapsel, Amphetamine. Rein damit. Nicht schlecht, nicht schlecht mit den ganzen Zigaretten und so. Was könnten wir denn draußen gut gebrauchen? Also wir haben jetzt hier die Tilleritus drauf. In unserer Wasserpfeife stopfen wir die rein. Hier Tabakmais-Chips mit verschiedenen Aromen von Standard bis Habanero-Rakete. Kohlenhydrate plus 200% natürliche Lebensregeneration. Hält 2 Minuten. Der Geschmack, das Knuspern. Und wieder der Geschmack. Nur Tilleritus schmeckt man zweimal. Wirst du schon sehen. Ja gut, das mit den Habaneros verstehe ich bei dem Spruch. Also den Spruch verstehe ich. Mit den Habaneros, die können was. Die schmeckt man wirklich zweimal. Also wir haben 200% natürliche Lebensregeneration jetzt gefunden für uns. Und dann haben wir Grundleben plus 25. Und sowieso kommt rein Adreno, Injektor zum Anregen der Zellheilung. Adreno-Heilung heilt binnen 2 Sekunden. 25% Leben hält 2 Sekunden. Für die kleinen Wehwehchen des Lebens. Ja. Und wir wollen jetzt da noch etwas suchen, wir haben aber noch gar keinen Platz frei. Ja, aber vielleicht eine Alternative hierzu, damit man das mal austauschen kann. Oder das hier. Ich glaube, das hier bräuchten wir gar nicht in die Wasserpfeife zu stopfen. Ist mir sowieso nicht so angenehm, da ein Stück Fleisch reinzustopfen. Was soll denn der Quatsch? Ein Vaporosator, wie nennt man die? Vaporosator? Vaporosator, glaube ich, sind das, oder? Heutzutage. Na, man weiß gar nicht, ob die so gesund sind, wie viele behaupten. Nasale Stimulation. Ich halte mich da raus aus der Diskussion. Nasale Stimulation. Was können die denn? Scharfschütze, kritischer Schaden. Ja, da sowas zum Beispiel. Wäre nicht schlecht. Wovon haben wir denn hier besonders viel gesammelt in letzter Zeit? Ich meine, dann würden wir ja gezielt, wenn wir jetzt eins finden, dann würden wir ja gezielt immer sowas kaufen. Also Nikotin brauchen wir wahrscheinlich eher nicht. Aber was ist das hier zum Beispiel? Adreno. Ach so. Haben wir doch. Injektor zum Anregen der Zellheilung. Haben wir uns doch gerade angeguckt. Okay, ich sehe schon. Wir müssen uns das alles mal ganz in Ruhe angucken. Ambidextrin, also von Spacer's Choice, haben wir uns gerade angeguckt. Stimulotion von Spacer's Choice. Stimulation durch Stimulotion. Flink. Lauftempo plus 20 zum Beispiel. Wäre ja auch was. Plus 20%, also Angriffsgeschwindigkeit mit Nahkampfwaffen. Plus 20% hält 20 Sekunden. Schlecht wäre das Ganze nicht. Metallisüs-Gel. Metallisüs-Gel. Hautverhärtende Creme. Gestählt, Rüstungswert plus 10, hält 20 Sekunden. Falten gehören der Vergangenheit an, wenn die Haut sich nicht mehr bewegen kann. Okay, ja. Ja, was haben wir da? Wie könnten wir da sagen dazu? Rüstungswert? Da könnten wir sagen, zu Metallisys-Gel könnten wir Medex sagen zum Beispiel.
Naja, okay, ich fange jetzt nicht an, irgendwelche Vergleiche zu machen. Von Anfang an wollte ich das eigentlich weniger machen, obwohl ich, glaube ich, zwischendurch öfter mal gesagt habe, dass mich der Titel an einigen Stellen an andere Titel erinnert. Aber jeder Titel erinnert uns nicht jeder Titel irgendwo immer an andere Titel. Ich glaube, ist so, oder? Adrena Time von Spacer's Choice. Flüssiges Koffein mit Aufputschmittel. Adrena Time Rausch, Lauftempo plus 20, Angriffsgeschwindigkeit mit Nahkampfwaffen plus 20, Adrena Time Absturz, alle Attribute minus 1, Gehgeschwindigkeit minus 10. Adrena Time Absturz kann bis zu dreimal gestapelt werden, hält 15 Sekunden. Welche Uhrzeit haben wir? Adrena Time. Nicopad Spacer's Choice, schnell wirkendes Nikotinpflaster, Nikotinrausch. Fernkampfsteuerung, Streuung. Fernkampfstreuung minus 50% steht auch hier. Fernkampfwaffen, Fadenkreuzschwanken minus 50%. Nikotinentzug, Fernkampfstreuung, ja, dann kommen die gleichen Sachen eben nochmal drauf. Sind normale Zigaretten zu viel Husten und Prusten? Nicopad. Okay. Und Pep-Pilz von Spacer's Choice. Die Wachmacherpille. Anführer. Begleiter. Ach so, Begleiterfähigkeitsabklingzeit. Minus 50%. Wenn wir die nehmen, dann hat unser Begleiter es gut. Aha. Ja, wir sind dann der Anführer. Da freuen sie sich. Hält 15 Sekunden. Letzte Nacht ganz wach geblieben? Erstmal eine Pille schieben. Von Spacer's Choice. Das Drogerieprodukt Nummer 1 der ganzen Kolonie. Unter geschwindigkeitsverändernden Spacer's Choice Produkten auf Koffeinbasis. Skin Tough Salbe. Spacer's Choice. Von Spacer's Choice. Der Malverstärker. Ah, das ist. Hatten wir das nicht gerade? Ist das hier oben nicht das gleiche? Ja, klar. Aha, aber das ist von Auntie Cleo hier oben. Und das hier ist von Spacer's Choice. Wenn du zu dünnhäutig für die Welt bist, Skin Tough. Ja, die Sprüche, die Slogans, die sind ja echt gut. Der Malverstärker, also okay. Also das sind scheinbar alle, die in diesen Gläsern hierher kommen, diese Cremes oder Gels, Salben. Naja. Dann haben wir Spacers Corona, Space von Spacers Joints. Ein Päckchen Corona-Zigaretten auch. Zigaretten sind auch immer das Gleiche, oder? Fernkampfstreuung minus 50. Moment, wir haben hier unten Zigaretten. Fernkampfstreuung minus 50. Ja, das ist scheinbar bei Zigaretten immer der gleiche Effekt. Ja, okay. Dann wissen wir. Und bei den Nicopads ist das da auch immer der gleiche Effekt. Wir haben hier einmal Fernkampfstreuung auch nochmal. Das ist, glaube ich, ein bisschen was anderes. Doch. Ja. Das ist auch immer das Gleiche. Dann haben wir die Denkerkäppchen. Entschuldigung, die Denkerkäppchen haben wir uns schon mal angesehen. Auch von Spacer's Choice. Kurzzeitig intelligenzerhöhender Pilz. Einblick. Aufladerate der taktischen Zeitdilatation plus 50%. Hält 15 Sekunden. Setzt die Denkerkappe auf. Derwisch Mist. Adrenalinverstärker. Flink. Lauftempo plus 20%. Angriffsgeschwindigkeit mit Nahkampfwaffen plus 20%. Hält 15 Sekunden. Wirbeln, bis der Arzt kommt. Hält 15 Sekunden und hat keine negativen Effekte. Dann danach kein Absturz. Adrena Time hat Absturz. Das ist aber eigentlich gar nicht so schlecht, der Wischmist. Müssen wir mal gucken, wo wir das herkriegen. Olli Olli Toxi-Free von Spacer's Choice. Flüssig, Toxinabsorber. Immunisiert, Dauer negativer Statuseffekte minus 50%, hält 15 Sekunden. Entfernt außerdem Ohrenschmalz.
Jetzt mit Aktivkohle. Da überlege ich mir gerade. Wir wissen ja nicht, was noch auf uns zukommt. Wir sind jetzt nach Monarch, weil wir dachten, der gefälligste Planet hier oder so. Aber kann ich mir jetzt fast schon gar nicht mehr vorstellen. Bei der Menge an Sachen, die es hier gibt, stelle ich mir gerade vor, braucht man die denn überhaupt? Vielleicht sind diese Sachen Verbrauchsgegenstände ja auch eher so zum, ne, zum Verkaufen vielleicht. Was sind denn die wert? Nur so viel findet man ja nicht davon, aber 6,30? Also 6 Bits und 3 Minibits vielleicht. Ach ja, okay. Immunisiert, Dauer negativer Statuseffekte, minus 50%. Ja, wir wurden aber vielleicht auch noch nie negativ mit irgendwas beladen. Oder wir lassen uns dann immer fallen zu Boden und sterben. Ja, das ist es. Dann könnte man besser ins Inventar gehen und schnell sowas hier nehmen. Oh nein, ich bin vergiftet. Zack, rein damit und gut ist. Kommt alles noch. Spacer's Shaw von Spacer's Choice. Eine Dose Spacer's Shaw. Nikotinrausch. Ach, das ist das. Wieder Fernkampfstreuung. Ja, okay, brauche ich gar nicht zu gucken. Ist alles das Gleiche. Aber empfohlen von 10 von 10 Ärzten. Also richtig gutes Zeug hier. Nikotin. Okay. Hardeneram. Elixier. Von Spacer's Choice. Hautversteifungsmittel. Okay, da haben wir wieder den Rüstungswert. Wie Botox für den ganzen Körper. Sehr schön. Fokusitol-Kapsel. Fokusitol-Kapsel. Spacer's Choice. Amphetamin auch nochmal. Das ist dann nochmal der kritische Schaden plus 15%. Nee, das andere war aber was anderes gerade, oder? Ah, fühlst du dich matschig? Konzentration. Okay, okay, okay. Dann haben wir hier Wahratem-Inhalator. Stimulation durch Inhalation. Anführer, Begleiter, Fähigkeitsabklingzeit minus 50%. Hält aber 20 Sekunden nur. Das dampft gut durch, ja. Was heißt nur 20 Sekunden sind ja vielleicht im Kampf doch ganz entscheidend. Wie lange dauert denn so ein Kampf? Hier haben wir noch Loprinesin-Spray von Anticleo. Anti-Adrenalin-Inhalator. Einblick, Aufladerate der taktischen Zeit. Dilatation plus 50 erhöht 20 Sekunden. Hält 20 Sekunden. Immer mit der Ruhe. Genau. Level Head. Auch von Anticleo. Flüssiger Adrenalinunterdrücker. Einblick. Einblick bekommen wir dadurch. Aufladerate der taktischen Zeitdilatation plus 50%. Hält 25 Sekunden. Fühlst du dich etwas neben der Spur? Dagegen hilft Level Head. Komisch. Reimt sich ja gar nicht. Okay, aber ist ein Slogan. Okay. Aromatisches Oxycomp von Anticleo. Doppelt Sauerstoff angereichertes Energy Spray. Scharfschütze. Kritischer Schaden plus 15. Plus 15% Bonus auf Kopf- und Schwachstellentreffer plus 25%. Hält 25 Sekunden. Etwas Ozon für die Hirnzone. Oh oh, Zon also. Gesichtsmasken, Hautcreme von Anticleo. Hautreiniger für die meisten Hauttypen erhältlich. Anführer wird man dadurch. Begleiter, Fähigkeitsabklingzeit minus 50%, hält 25 Sekunden. Die Benutzung von Anticleos säurehaltiger Gesichtscreme befreit die verstopften Poren, befeuchtet trockene Haut und hinterlässt ein frisches, kribbelndes Gefühl. Bitte bediene innerhalb von 2 Stunden nach Auftragen der Creme keine schweren Maschinen. Warum? Ach so. Witzig. Ja, weil es witzig ist. Okay, Antibiotika-Creme.
Auntie Cleo von Auntie Cleo. Aerosol-Antibiotika immunisiert. Dauernegativer Statuseffekte minus 50%, hält 20 Sekunden. Kuriert die meisten Infektionen in einer, weiß man nicht, glättet nervige Falten. Ja, leider ist das immer da so komisch auf der Seite abgeschnitten. Cosmic Smoke, mehrfarbige Zigaretten. Oh, wie schön. Ist der Qualm dann auch mehrfarbig? Das wäre ja mal interessant. Nikotinrausch, ja okay, das kennen wir schon, haben wir gerade geguckt, ist ja immer das gleiche, aber der Slogan ist nicht immer der gleiche. Rauchringe blasen war gestern, heute bläst man Gedankenringe. Das war okay. Die echte Slim, jetzt verfügbar in Standard, Super Menthol und Blaukäse. Ob das Blauschimmelkäse ist? Möchte ich das als Zigarette haben, den Geschmack? Nicht, ja, och, man weiß nicht. Es gibt ja auch Kirschgeschmack. Tabak mit Kirschgeschmack gibt es ja auch. Ich möchte jetzt keine Tabakwerbung machen, aber es ist jetzt gerade mal hier Stodgy Slims. Ich möchte jetzt gerne mal wissen, wie viele Leute, wo wir die ganzen Zigaretten hier uns vornehmen, wie viele Leute sich jetzt gerade genüsslich eine angezündet haben. Schreibt es mal in die Kommentare. Da kriegt man schon Schmacht, oder? Pipe Patch, Auntie Cleo. Ich meine, als Raucher, wenn man jetzt Raucher wäre. Ein dermaler Nikotinüberträger. Nikotinrausch, Fernkampfstreuung, minus 50%. Fernkampfwaffen, Fadenkreuzschwanken, minus 50%. Ja, das kennen wir doch auch. Alle Vorzüge echten Pfeifenrauchs, ohne die nervige Asche. Ach so, ja, richtig, die Asche. Immunosol, wir sind gleich durch. Nicht lange zögern, nutzen. Immunisiert, dauernegativer Statuseffekte minus 50%. Breitbandantibiotika mit praktischer Injektorverpackung. Tja, hat doch was. Und dann haben wir Andreno, das können wir ja sowieso für die kleinen Wehwehchen des Lebens. Okay, wenn wir das noch 20 Mal machen, dann können wir die Dinger alle auswendig. So lange? So oft, meine ich? Ja, das ist schon eine Menge. Das ist nicht wenig, was es da so gibt. Das könnte man ja wirklich dann auch offline machen. Aber irgendwie gehört das mit dazu, sonst stehen wir nachher da, ich erzähle irgendwas und ihr denkt euch, woher kennt er sowas jetzt? Wir machen alles hier live, mit Aufnahme meine ich. Ja, wir sind jetzt immer noch 61, immer noch ein bisschen zu schwer, finde ich. In der nächsten Folge geht's also nochmal an unsere... I so enjoy watching you sleep for hours on end, Captain. It's quite entertaining the way you drool and whimper. Das hat sie schon mal zu uns gesagt. In der nächsten Folge? Ach, vielleicht sollten wir hier mal schlafen gehen. In der nächsten Folge gucken wir also nochmal an die Werkbank und gucken, was wir mit unserer Kleidung noch Schönes machen können. Ich bedanke mich aber in dieser Folge noch für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.